knatscht einfach eine Tür. Oh, creepy. Das muss doch jemand gewesen sein. Das hat sich angehört wie von Menschen anbewegt. Die Dachluke. Ah, nee, das ist eine Tür. Das ist die Tür. Die Tür war das. Und noch eine. Die hier rechts. Oh, Alter, ich hab so Gänsehaut. Gleich geht die Tür zu. Gleich geht sie zu. Alter, als ob. Alter! Junge! Oh! Alter! Junge, als ob ich... Das ist nur der Wind, aber... Trotzdem habe ich mega Schiss. Das war eben so creepy. Ich habe mich richtig erschrocken. Ich hatte richtig Schiss, Leute. Und hier ist irgendwie so ein Badebecken. Damit ist auch das Geheimnis gelüftet, warum wir uns vorhin so erschrocken haben. Wir dachten ja, das wären irgendwie Leute, die hier sind, aber das sind wirklich nur die Türen. Das haben wir einfach nicht geglaubt. Deswegen, aber das war auch richtig komisch. Ihr habt ja gesehen, wie sich die Türen einfach von allein so bewegt haben. Wirklich, als würde die jemand so ganz langsam zumachen. Das war, boah, mega abgespaced. Jetzt sind wir also im zweiten Gebäude und hier ist um einiges dunkler drin als im ersten. Und deshalb brauchen wir auf jeden Fall umso mehr die Taschenlampe, die mein Kumpel bei hat. Ich kann euch ja mal zeigen. Ja, also wirklich viel kann man hier nicht sehen, ne? Und das geht noch 30 Meter da weiter. Ja, mir gefällt es hier wirklich richtig gut. Ich empfehle euch einfach mal einmal im Leben ein Lost Place gesehen zu haben. Ich glaube, das ist schon so ein Must-See. Aber seid vorsichtig, es ist wirklich oft einschutzgefährdet, muss ich mal dazu sagen.